Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, liebe Schwabensacker-Freunde, heute zu Gast vor dem Auftakt Bayernliga TSV Eindling FC Affing hier im Pauwau, dem Partner von der Players Card, Dominik Koch. Dominik, herzlich willkommen hier im Pauwau. Lass uns ein bisschen reden über deine persönliche Situation, die hat sich ja aufgrund deiner Verletzung jetzt schlagartig geändert. Und dann zum einen werden wir natürlich über den Auftakt morgen in Eindling gegen den FC Affing sprechen. Ja, Dominik, zunächst einmal, wie geht's dir und deinem Knie? Du hast ja einen Kreuzbandriss im Pokalspiel in Nördlingen erlitten. Wie geht's dir, Domi? Ja, das ist richtig. Also insgesamt den Umständen entsprechend gut. Meier, Kreuzbandriss macht nie Spaß, aber es ist halt das Risiko, wenn man Fußball spielt. Und der OP-Termin steht noch aus, den weiß ich heute Abend. Und dann heißt es OP, das hinter sich bringen und so hart wie möglich arbeiten, um schnell wieder fit zu werden. Klar, Kreuzbandriss, kein Fußballer mag den, aber es sind schon andere durchkommen. Gut, Domi, du wirst auch wieder auf die Beine kommen. Zu deiner Person, die dich nicht kennen, ich kenne dich, erzähl mal ein bisschen die Stationen, bevor du zum TSV Eindling gekommen bist. Das sind aber ganz schön viele. Na gut, also angefangen eigentlich als TSGler, da gibt es ja einige. Dann, ich weiß gar nicht, 7 oder 8 Jahre in der Jugend vom FCA verbracht, nochmal Intermezzo TSG, dann Jugend Gersthofen Königsbrunn und dann nach Lechhausen kommen für 2 Jahre, war natürlich bitter das erste Jahr BOL mit dem Abstieg. Dann das Jahr Bezirksliga drauf, war okay, aber immerhin hat es geklappt, dass es danach in die Bayernliga gegangen ist. Nach Eindling, das ist jetzt schon das dritte Jahr. Und das bedeutet bei mir eigentlich schon, was Matze ja gehört, ich wechsle ab und zu, wenn mir was nicht passt. Ich bin da nicht immer ganz einfach. Die Leute, die mich kennen, die wissen das, aber das spricht auch für den TSV Eindling. Muss man wirklich sagen, ich fühle mich da super wohl. Das geht mit der Vorstandschaft los, mit dem Grammer, das geht über den Kiegle, der einfach nah bei der Mannschaft ist und der sie bemüht. Das geht auch bei den Leuten einfach in Eindling draußen weiter. Es ist halt nur so ein kleiner Landverein, so relativ klein. Und ja, man kennt seine Landleute, die haben einen eigenen Charakter. Die sind normal ein bisschen grimmig, ein bisschen barzig, aber auch total liebenswert. Das passt einfach zum TSV Eindling. Ja. Domi, du hast die Vorbereitungszeit ja bis zum Pokalspiel in Nördlingen mitgemacht, standest bis dorthin auf dem Platz. Jetzt hast du die Gelegenheit oder musst eigentlich von draußen aus zuschauen. Wie siehst du die Vorbereitung vom TSV Eindling? Sei da in Schuss bis Dienstagmorgen? Ja, also ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Also wir haben ja einige sehr junge Spieler bekommen, jetzt kann ich das fast schon sagen mit meinen 23. Also wenn man da alt gegen jung spielt, man ist da manchmal bei alt. Da schluckt man schon und überlegt sich, ist es jetzt schon so weit? Nee, die Jungs sind einfach so jung. Aber für das, wo sie herkommen, teilweise aus der Jugend, ein Lukas Wietholz, fällt mir jetzt spontan ein, die machen echt einen super Job. Und was halt auch passt, das merkt man, das kann man schon sagen. Wir sind halt wirklich eine Mannschaft, was auch ganz wichtig sein wird in dem Jahr. Ich meine, wir haben unsere Neuzugänge, wenn man sie anschaut, die Zeiten, wo der TSV Eindling vielleicht die Spieler von der Regionalliga oder so runterholt oder von anderen Bayernliga-Leuten, Vereinen, die Zeit ist durch. Ja. Ich erinnere mich ans erste Jahr, wo eine Benede oder so kam, Schikal zwischendrin. Ja, jetzt kommen sie halt von anders so her. Dennis Schmid von Lechhausen, der sich aber super schon eingefügt hat, der da links hinten bisher einen super Job macht. Emanuel Steinherr, das wird Affing noch mehr wehtun, als sie noch glauben. Also ich bin sehr zufrieden. Du hast es angesprochen, Manu Steinherr, auch ein junger Spieler, unter anderem vom FC Affing, gegen den es morgen ja geht. Im Pokal hat er euch nicht weitergeholfen, da seid ihr ausgeschieden, gegen den TSV Rhein zuletzt. Siehst du das als Vorteil oder Nachteil? Jetzt könnt ihr euch natürlich voll auf die Liga konzentrieren. Ja, das kann man so und so sehen. Das wird jetzt auch jeder erwartet haben als Antwort. Es ist halt so, natürlich, du hast ein paar Spiele vielleicht weniger. Es ist eher 19er Liga dieses Jahr, es sind nochmal 2 mehr. Man hatte kaum eine Pause, was auch belastend sein wird, das ist ganz klar. Und wie schon erwähnt, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Könnte man jetzt so deuten, dass es vielleicht der Vorteil ist, auch hinsichtlich physischer Art und Weise. Aber andererseits, der Pokal auf der Ebene, wo wir eh schon natürlich beginnen, hat natürlich seine Reize. Rhein war super. Ja, vielleicht wäre als nächstes dann wieder was gekommen, wie vielleicht Wackerburghausen oder so. Es sind ja auch immer Einnahmen für einen Verein da. Es sind immer viele Zuschauer. Als jemand, der sagen würde, dann konzentrieren wir uns lieber auf die Liga. Der Pokal ist nicht so wichtig, das glaube ich ihm nicht, weil da will auch jeder spielen. Okay, Domi,
Auftaktprogramm, TSV Aindling jetzt mit Affing. Derby, Affing ist gerade mal 6 Kilometer weit weg. Das letzte Derby Aindling-Affing gab es vor 35 Jahren. Der Aufsteiger kommt zu euch. Erste Frage, was erwartest du dir von den Affingern? Kennst du die Truppe? Wie stark schätzt du sie ein? Sie haben ja famose BOL-Saison gespielt. Und zweite Frage, was erwartet ihr euch von den Zuschauern? Was für Kulisse gegen FCA, gegen Bundesligisten, in Anführungsstrichen nur 1200 Zuschauer, was doch unterm Strich ein bisschen enttäuschend ist. Was erwartet ihr euch am Dienstagabend? Ja, zuschauertechnisch ganz schwer vorherzusagen. Natürlich Bayernliga-Auftakt, natürlich ein Derby und das nach 35 Jahren. Aber es ist mir nach wie vor ein Rätsel, egal ob 19er Liga oder nicht, wie ich auf die Idee kommen kann, ein Eröffnungsspiel an dem Dienstagabend zu machen. Also das geht mir absolut nicht im Kopf. Der BFV, der muss ja irgendwas eigentlich denken, was er da wieder gedacht hat. Also ich will den Spieltag auch nicht immer planen müssen, die ganze Saison. Aber ab und an, da fragt man sich wirklich, ob noch alles in Ordnung ist bei manchen. Gut, wie gesagt, zuschauertechnisch, also mit 350 etwa würde ich schon rechnen, ja. Gut, ich tippe mal auf gute 500, 600. Ja, super. Denke ich mal, soll so ein Spiel auch wert sein. Auftaktprogramm, Domme, wir haben es angesprochen, wenn man sich das anschaut, ihr fangt jetzt morgen an gegen Affing, dann in Sonthofen, daheim gegen Rosenheim, in Deggendorf und dann kommt Schwabminden, das nächste Derby. Aber was ganz entscheidend ist, ihr spielt alle 3-4 Tage im Rhythmus. Heftiges Auftaktprogramm und was versprichst du dir von den ersten Spielen? Ja, es ist wirklich ein heftiges Auftaktprogramm. Also wie gesagt, Affing sind wir jetzt kurz davor. Ich kenne die Truppe auch. Ich kenne eigentlich fast jede Mannschaft so in dem Bereich, außer jetzt die neu dazukamen, Schalding-Heining ein bisschen, aber ansonsten da Hankhofen. Ich weiß gar nicht, wo das ist, außer dass es immer in die Richtung geht. Aber ja, also das Auftaktprogramm ist schon knackig. Wie gesagt, also Affing, da geht davon aus, dass wir das morgen auch gewinnen. Eigentlich ist es ein Landesliga-Aufsteiger, das muss man schon realistisch sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass da Affing in der Landesliga durchmarschiert sind, das sind sie nicht. Ich habe auch das Relegationsspiel gegen Gundelfingen gesehen, das zweite. Also da war ich eher ein bisschen enttäuscht. Was man natürlich sagen muss, sie haben es geschafft. Und die BOL-Saison, die war famos, zweifelsohne, kann man auch gratulieren. Aber ich glaube auch, dass wir es morgen gewinnen. Aber Auftaktprogramm ist es wirklich heftig. Klar, ich meine, so ein Derby kann auch mal nach hinten losgehen. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Danach nach Sonthofen ist auch wieder eine schöne Fahrt. Sonthofen sie ja auch verstärkt. Die haben jetzt von Eichach haben sie ja einen Matzejörg, glaube ich, auch geholt. Also da merkt man, Sonthofen scheint auch wieder ein bisschen was zu haben. Dann spielen wir daheim gegen DJK Rosenheim, an die ich persönlich ganz grauenvolle Erinnerungen vom letzten Jahr hatte. Es ist mir ein Rätsel, warum, weil die wirklich eigentlich kein tolle Truppe haben, aber wenn man 2x4 Tore kriegt, dann sollte man lieber still sein. Ja, dann kommt Deggendorf, wie gesagt, die kann ich nicht einschätzen, dann Schwabmünchen, die für mich eigentlich mit zu den Top-Favoriten zu zählen sind, weil die sich ja wahnsinnig verstärkt haben. Also allein ein Mario Schmidt, der geht auch nicht von Memmingen nach Schwabmünchen, weil er auf der tollen Anlage spielen will, die ja jetzt renoviert wird. Auch ein Michael Zerle, der schon bei uns war, der spielt auch nicht, weil er Schwabmünchen so gern mag. Also da ist auch ein bisschen Geld da und die haben eine starke Truppe. Ja. Man sieht schon, der Domme ist informiert, liest auch zwischen den Zeilen, spricht einige Dinge an, was ich mir so manchmal verkneife, aber das ist gut für ein Interview. Domme, jetzt speziell morgen, Affing, wie wichtig ist ein positiver Auftakt für die junge Truppe? Ja, das ist wirklich wichtig. Also nicht nur für die Truppe, die natürlich als junge Mannschaft gerade sowas braucht, benötigt. Es ist auch für den Verein wichtig. Es ist jetzt eigentlich das erste Pokal mal weg, das erste wirkliche Pflichtspiel wieder nach, weiß nicht, sind es jetzt 6, 7 Monate. Weil man hat es gemerkt, also nach der Steuersache, die ja immer noch nicht ganz ausgestanden ist, ja, da war der Zug ein bisschen weg. Morgen ist es wieder anders, auch wichtig fürs Umfeld. Das ist eben das erste richtige Spiel wieder und da will man natürlich mit dem Erfolg starten. Und davon gehe ich auch aus. Also mir hat mir ja schon gefragt, nicht nur hier jetzt. Ich gehe davon aus, dass wir Spiel 3-1 gewinnen und ich glaube auch, dass die Tore, dass da ein Doppelpack vom Stein her da sein wird. Gut, wir werden ja da sein mit Schwabensacker, werden das Spiel begleiten, Domme. Lass uns noch ein bisschen zu deiner persönlichen Situation jetzt kommen. Du wirst jetzt dann operiert, erfasst heute Abend den Termin. Dann geht's in die Reha. Wie lange denkst du, dass du weg bist? Ja, man sagt ja immer, Kreuzbandriss etwa 6 Monate.
Ich habe mir jetzt als Ziel, was sehr vermessen ist, aber ich denke, man muss ja auch höhere Ziele setzen, immer Dezember mal anberaumt, dass ich Dezember vielleicht wieder gegen den Ball treten kann. Das ist ja die Sache, wenn Dezember nicht klappt, dann ist sowieso Februar durch die Winterpause, weil ob ich jetzt Halle unbedingt spielen muss, kann man dann drüber diskutieren, ob das so klug ist. Nee, ich hoffe, dass Dezember sein wird und da muss ich halt hart arbeiten in der Reha. Ich meine, trotz der Verletzung, aber jetzt ging es ja eigentlich schnell. Ich bin beim Stefan Kolbinger, der ehemalige Mannschaftsarzt vom FC am HIV, der einen da auch super unterstützt, sofort gehabt, ein MRT. Ja, und durch seine Vermittlung, Empfehlung heute Abend beim Oettl in der Wohlfahrtklinik. Da muss man durch, wie gesagt, muss man kämpfen und dann hoffe ich, dass die Einling bald wieder helfen kann. Gut, Tommy, wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg zur Genesung. Die Halle, würde ich mal sagen, lasst weg. Wir gehen dafür vielleicht im Herbst dann einmal auf die Soccer-Golf-Anlage in Rehling, die jetzt dann eröffnet. Wir werden dich auf Haut und Knochen testen. Da wirst du dann gegen einen vom Schwaben-Soccer-Team antreten. Und wenn da doch bist, dann bist du auch reif für die Bayernliga. Genau. Tommy, wir sehen uns morgen in Eindling. Auftakt Bayernliga Süd. Liebe Schwaben-Soccer-Fans, ihr seid recht herzlich eingeladen. Ein toller Auftakt wartet auf uns. Wir werden es begleiten. Tommy, dir herzlichen Dank fürs Interview. Alles Gute und dann bis morgen. Schauen wir mal, was dein Tipp angeht. Nochmal.